Hey, willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns diese beiden kleinen Zettel an. Die letzten Battle Packs quasi. Oder große Battle Pack, normales Battle Pack. Das war Anfang dieses Jahres, wenn ich ganz dumm. Nee, sogar August letzten Jahres. Mir hat sehr lange gedauert, bis ich das mal gebracht habe. Und das ist Anfang dieses Jahres rausgekommen. Eins der wenigen Sets am Anfang. Es gab ja nur das. Der 5. Das 5 plus. Ne, 4 plus Set. Und ein Brickhead, ne? Anfang des Jahres, mehr gab es ja quasi gar nicht. Gab's ein Brickhead? Ich bin dumm. Ich weiß nicht mehr, was Gefühl ich gemacht habe. Zucker gab es nicht. Zucker war letztes Jahr, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab ein Brickhead. Aber es ist ja scheiße. Aber wir gehen um diesen beiden Sets. Fangen wir nochmal mit klein an, ein bisschen älter. Und kommen dann zum anderen. Wenn euch das nicht interessiert, Timestep ist dann das nächste. Einfach verlinkt. Nicht von irgendwer. Karton. Man sieht ein bisschen Battle of Mandalore. Würde ich sagen. Und ja, Seite ist ganz schön mit dem Knomos-Ding. Und hinten nochmal Mandalore. Ist ein Karton. Komm. Geht an die Seite. Es gibt eine Anleitung dazu. Das ist ganz erstaunlich. Nein, das ist nicht. Das ist die kleine, die typische Battle Pack Anleitung. Man hat eine Tüte hierbei. Reicht ja auch vollkommen. Es sind ja auch nur 108 Teile. Ach ja, Preis habe ich noch nicht genannt. Das ist 21 Euro. UVP. Die hat Lego dazu noch runtergesetzt. Man kriegt es für 14 Euro momentan. Ja, hier gibt es noch ein paar mehr in der Welle, aber nicht, davon habe ich kein Set von dieser ganzen Doppelseite-Werbung. Ja, hiervon habe ich das Battlepack gezeigt. Das sind so die Battlepacks. Und ja, Teilliste. Man ist fertig am Ende. 54 Seiten quasi und 40 Bauschritte. Tiefenentspannt. Kommen wir zum Set. Wir haben hier ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was haben wir. Wir haben vier Figuren: vier Soccer Trooper oder 532 Kompanie. Dieses kleine Minigeschütz hier. Das ist vielleicht der Euro. Über 20 stehen es rechtfertigt. Es ist ein Stud-Shooter, den man abfeuern kann. Die neuen. Ja. Keine Seite. Wir haben Figur. Wir haben drei 501st. Ne, nicht. Wir haben 332. Kompanietruppen. Und ein Commander. Wie heißt der nochmal? Natürlich Commander Worn. Den haben wir hier. Was hat er? Er hat einen minimal anderen Print auf dem Oberkörper. Und. Er nutzt die Löcher im Helm für den Weiser. Dann gucken wir uns doch mal die Truppen an. Die sind alle gleich, außer dass zwei davon ein Backpack haben. Von tut sich sonst nichts. Und das ist ja einmal. Ich finde, Lego hat sehr schöne Truppen. Klontruppen mittlerweile. Vom Druck finde ich sehr, sehr gelungen. Was einzig halt stört, sind die Löcher in den Helm. Ist halt einer zu viel auf beiden Seiten. Er nutzt sie, hier sind sie scheiße. Irgendwie muss es dann Kompromiss immer mal geben, aber ansonsten da finde ich sehr gelungene Truppen. Also die sind sehr gelungen, finde ich. Bis auf die Löcher. Und ja, die haben natürlich Rucksack, Jetpack drauf, ansonsten gleicher Druck. Er hat vorher drauf noch einmal sein Abzeichen hier. Und ansonsten ist der auch der gleiche. Er hat, glaube ich, es ist auch ein Jetpack integriert. Ich kenne ihn jetzt gerade nicht so genau. Und vorne das Ding auch gleich geprintet, nur dass er den Weißer hat. Und dann haben wir diesen kleinen Speeder. Boah, der kann nicht viel, der hat zwei Stud-Shooter vorne zum Abfeuern und kann auch nicht mehr hinten das Ding bewegen. Joa, der kann ein bisschen durch die Gegend düsen, man kann zum Truppen aufsetzen, man kann die Waffen von innen unterbringen, finde ich gut. Oder man nimmt sie beim Spiel in die Seiten und bam, 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 bam. Das geht natürlich auch. Weil der Testen, ob es wirklich geht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, es geht, wenn man das noch verregelt. Also zum Spielen geht es, zum Ästhetischen nicht so ganz. Da muss man die Waffen einmal hier hinten so anbringen. Und dann kann er auch relativ schön mit dem Ding durch die Gegend düsen. Und rumknallen. Ja, das ist auch alles, was das Set hat. 20 Euro ist es für mich auf jeden Fall nicht wert. Bei 14 kann man überlegen, ob man es haben will. Dann, wenn man auf die Truppen steht, die cool aussehen, muss man ihn lassen. Komm, überlegen, ob man es dafür haben will. So, ab 15 finde ich es ein solider Deal für das, was man kriegt. Dann sind wir auch nochmal im Battlepack-Preis unterwegs. Alte Battle Pack weiß, sagen wir so. Dann haben wir noch dieses Ding hier. Das zweite, nämlich einmal das Clone Trooper und Battle Droid Pack. Genau. Das ist ja Anfang 2024 auf den Markt gekommen. UVP hierbei liegen wir bei 30 Euro mit 215 Teilen. Und davon sind 9 Minifiguren. Okay, 4 Clone Trooper, 2 Droiden und 3 Super Kampf-Droiden. Und Superkampf-Droiden gab es ewig nicht auf dem Markt. Also das letzte ist, glaube ich, der Hellfire-Droid.
So die Zeit, das sind 10 Jahre, waren die Dinger, glaube ich, nicht im Markt, weil ich check das mal ganz kurz. Ja, ich lag richtig. Es ist der Helferläufer 2015, wo sie das letzte Mal drin waren. Und 2014 waren sie noch in 3 Sets in dem ATAP, Battle of Sal Chemie oder so, keine Ahnung, und den Droid Gunship, da waren sie noch drin und danach nicht mehr. 2015 bis 2024 waren sie nicht auf dem Markt vorhanden und davor war das 14er, wenn der ganze 12, das Redesign vorher war der blau und jetzt nochmal ein Design, wo sich nicht wirklich viel geändert hat, meine ich. Gucken wir uns gleich nochmal genau an, ich meine, da hat sich kaum noch was geändert. Er liest stärker am Körper, aber kurz. Dekaton, sie sind hier auf Christophersis, glaube ich, diesen Hochhausplaneten. Passt dazu natürlich, glaube ich, oder ist das Coruscant? Ich würde Christopher sagen, mit dem Druiden hier. Ja, ist ein schicker Karton, er ist sehr klein, das mag ich. Manchmal fängt Lego jetzt auch an, kleine Kartons zu machen. Und der Karton ist gut dafür. Schickes Boxdesign. Ja, es gibt hierbei zwei Anleitungen, finde ich komplett unnötig, aber es gibt zwei Anleitungen für das Set. Baut ihr einmal das, ist dann am Ende fertig mit ein paar Schritten auf 50 Seiten. Man fängt immer wieder neu an. Das ist sehr einfach Anleitung. Und dann baut man nochmal den Tri-Droid. Ich meine, jetzt Tri-Droid mit 21 Schritten. Alles sehr tief und entspannt. Und nochmal eine Teile. Sehr viele unterschiedliche Teile. Ah ja, und was ich vergessen habe, eines zu sagen: keine Sticker. Bringt auch keinen Sticker. Und ja, das waren die beiden normal verkauften Sets. Genau. Womit fangen wir an? Es ist sehr viel Krams dabei. Fangen wir langweilig an. Es gibt eine Kiste mit einen Detonator drin. Langweilig. Es gibt dieses Geschütz. Außer sieht auch, finde ich, hässlich, dass der Statue da ist, wenn man es wegmacht. Als kleine Stellung ist er nett. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht schön. Also als Stellung hätte ich es besser gefunden. Aber es ist dabei. Ist zum Spielen, glaube ich, ganz nett. Was haben wir da dabei? Wir haben einen Kampfdruiden dabei. Dann stinkt nochmal ein Kampfdruiden. Oh, kennt man, ne? Ist langweilig. Wir haben auch noch einen stinknormalen Klon dabei, aber cool, weißt du, Klone finde ich immer eigentlich am geilsten. Da fand ich zum Spielen immer am coolsten, weil die anderen waren immer special und die schickst du rein in den Kampf, ist dir egal. Schicker Droide, schicker Klon, außer halt die Löcher im Kopf. Dann haben wir noch einen Shock Trooper dabei, finde ich eine sehr coole Truppe, gefällt mir. Und ich finde, sie haben auch mal oft genug gedruckt, dass das Ding nicht pink aussieht. Muss man den auch lassen, ich finde, der sieht cool aus. Der Shock Trooper, fällt mir. Also, wir sammeln hier richtig Truppen. Und dann, wir steigern uns. Superkampfdruiden sind das Besondere. Deswegen gehen wir erstmal zum. Wir haben einen Stepspeeder dabei. Ich finde, der sieht solide aus. Mit dem Druiden dabei. Ja, ein ganz schönes Step-Droid. Nur das hier ist sehr mächtig bei mir. Finde ich ein bisschen schade. Was auch ein bisschen fehlt, ist hier ein Separatisten-Logo drauf. Wäre ein Sticker gewesen. Aber hätte es auch pinnen können. So ein Separatisten-Logo da vorne noch drauf. Dann wäre der Step-Droid schon noch cooler gewesen. So, dann haben wir noch einen Speeder für die Klone, weil der ist ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Also ich finde, der ist nicht schön gelungen. Wir haben Studshooter dabei, die sind komischerweise mit Fliesen geladen, die sind mit Studs geladen. Fragt mich nicht warum. Ja, der ist ein bisschen an das alte Clone Trooper Battle Pack angelehnt. Aber er ist nicht schön. Also, die beiden Truppen werden nicht mit Waffen ausgeladen, aber die sind dafür hier drin. Also man hat hier eine Waffe. Und es ist ein kleiner Blaster Sophie dabei gewesen. Ja, der ist nicht schön. Er ist funktional zum Spielen, aber er ist nicht schön. Also ein Diorama würde ich ihn jetzt nicht reinpacken. Aber zwei neue Truppen. Das Set strotzt vor Truppen. Also wenn ihr einfach nur eine Schlacht bauen wollt mit Druiden, ihr kriegt fünf Druiden, drei bis vier Clone Trooper und Stepspeeder, ein Tri-Droid. Momentan ist für Clone Wars, also für Klone, ein richtig geiles Ding. Kann sich dazu noch ein ATTE kaufen für die Klone dazu. Ein AT ist leider momentan nicht mehr auf dem Markt, aber man kann momentan geile Sachen machen. Ja, dann wäre es Superkampfdruiden. Drei Stück. Ich stelle mal zwei schon mal hier hinten hin. Und wir haben ihn. Und ich finde, der ist gut gelungen, selbst mit dem Auge oben vorne drin. Ich glaube, das ist neu. Den Druidenkopf da oben eingeweitet. Den Twin-Schießdingern. Die sind immer zwei, ist nur eins angedeutet hier. Ja, ich weiß nicht, ob der stabil ist als die Alten. Die Alten haben wir gerne hier mal nachgegeben. Im Dauerbetrieb. Klar. Aber er ist da und ich. Superkampfdruiden. Einfach geil. Ja, und dann ist noch dabei. Er hier.
Und ich finde, er passt kaum ins Bild, das ist ein Problem. Er ist gelungen. Es gab ihn ja schon mal in größer, eigentlich müssen die natürlich viel größer sein. Da passen sie aber nirgendwo mehr rein. Er ist ein schöner Maßstab, man kann die Dinge herausflicken, man kann den Kopf drehen, wenn man es ein bisschen festhält, dann kann man den Kopf drehen, er kann damit rumballern überall. Und er erfüllt das, was er soll. Stride Roll. Vielleicht ein kleiner ist, vielleicht auch Balancer zum Spielen. Und es passt, finde coole Sache. Und dann seht ihr hier mal, was alles dabei, weil ich kriege den gar nicht mehr ins Bild. Ah ja, cooles Detail hier oben. Ist so ein glitzerndes Ständer gebaut, quasi so als Kopf, was arbeitet, als Rechner, der da für ihn arbeitet. Finde ich ein cooles Detail. Der gefällt mir. Und ihr seht mal, das sind zwei Battle Packs, was man da an Value kriegt zum Spielen. Ich habe ja eben erwähnt, was alles man kaufen mag. Der Bark Speeder kommt jetzt, May the First, noch raus dazu. Dann als GWP, den Truppentransporter. Dann ist noch da, theoretisch Ahsokas Schiff. Aus Ahsoka kann man auch dazu packen. Yodas Starfighter passt dazu. Dann, wie gesagt, ist der AAT, der AT, ATTE auf dem Markt. What the fuck, wo habe ich drauf gedrückt? Gunship ist auf dem Markt, habe ich ganz vergessen. Also man kann momentan, das zweite Battle Pack war schon gezeigt auf dem Markt, man kann wirklich. Ne, der Fighter Tank ist ausgelaufen leider. Also man kann momentan eine richtig schöne Spielwelt bauen. Mit Klonen zum Kämpfen. Also es gibt schöne Sets. Wenn man will, der Obi-Wan Starfighter ist noch dabei. Also momentan kann man, finde ich, sich da nicht beklagen. Was man sagen kann, ist, die Separatisten haben nicht viele Schiffe. Vor allem in der Luft sieht es sehr schlecht für sie aus. So ein Arkmaz helfen die und dann so ein, wie heißen diese, mit den drei nach hinten gehen dabei oder einfach so normale Druidenschiffe. Wäre cool. Aber ich glaube, momentan kann man sich wirklich nicht beschweren. Und wenn man das sich kauft für den Preis, weil bekommt man da momentan, wenn man 15 Euro sagen und 20 Euro so als Preis, für 35 Euro kriegt man 4, 8, 13 Figuren und Sachen zum Spielen. Kaufen auch ein ATT dazu. Und Junge, da kann man fetzen. Problem ist, die Separatisten haben da wirklich nicht viele Sachen. Müsst wahrscheinlich noch auf eBay gehen und sich so einen gebrauchten ATT kaufen. Aber dann, Junge, kann man fetzen. Bis zum Unfall. Als wäre es egal, wenn so ein Homing Spider Droid da geben würde, so ein Hellfire Droid. Dann wäre insane. Dann geht es richtig rund gehen. Aber ich finde, man kann sich momentan wirklich nicht beschweren. Und damit höre ich auf mit meinem Gelaber. Wir sind hier durch. Schreibt mit eurem einzelnen beiden Sets in Kontakt. Ich mag sie. Zum Spielen sind sie cool. Coole Figuren für mich dabei. Und ich mag sie. Displaymäßig sind sie eher schwach. Aber als Spielsets sind die gut, wenn man sie für 14, 15 und 20 Euro kauft. Kann das Kind damit spielen bis zum Umfallen. Wenn man als Erwachsener sowieso zuschlagen will, May the Force, kann man sich noch den Droid Carrier zu holen und dann gibt das eine Schlacht, die sich gesehen, gewaschen hat. Ja, dann würde ich sagen, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Baba schön, bleibt gesund. Ciao.